Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Schwarze Edition 2 Rematches. Die Rückkämpfe gegen die Top 4 und den Champ. Es ist Part 79 und wir sind kurz vorm Finale. 78 Parts haben wir hinter uns. Und nun kommen die letzten finalen Parts. Wir haben noch zwei wichtige Kämpfe, also hier in der Pokémon-Welt, dann natürlich, also wir haben nur noch die Top 4 Rückkämpfe, den Champ-Rematch und danach zwei Kämpfe. Aber sonst haben wir eigentlich alles Wichtige gemacht. Übrigens habe ich auch meine Pokémon trainiert. Abitops und sowas habe ich noch nicht verwendet, das werden wir gleich. Aber hier seht ihr erstmal mein endgültiges Team. Weihreiser, Level 32, Level 82 mit dem Item Zauberwasser, mit den Attacken Surfer, Eiseskälte, Stärke und Eisstrahl. So Eiseskälte will ich so als Ober-Mega-Attacke. Dann haben wir Pyrndragi auf Level 81 mit Giftstreich, Klauenwetzer, Knirscher und Kreuzschere und mit dem Item Glücksei. Magnezone ebenfalls Level 81 mit den Attacken Triplette, Lichtkanone, Ladungsstoß und Donnerwelle. Dann haben wir Pokolos Level 80 mit den Attacken Eisenabwehr, Kopfnuss, Juwelkraft und Erdbeben. Ich habe mich übrigens für Juwelkraft und gegen Steinkante und alles Mögliche entschieden, weil ich will eine Attacke, die 100% trifft. Und wie ihr sehen könnt, hat Juwelkraft sowieso Stärke 70 und sein physischer Angriff ist sowieso schön. Dann haben wir, Gelabra mit diesen Attacken. Ich sehe gerade, dass Juwelkraft sogar speziell ist. Sorry. Dann werden wir das gleich ändern, aber Moment. Erstmal, Skillabra Level 82 mit den Attacken Flammenwurf, Birle, Spukball und Inferno. Dazu noch Libell drauf Level 80 mit den Attacken Erdkräfte, Fliegen, Knirscher und Drachenklaue und dem Item Drakotafel. Und er hat hier das Item Bandsticker. So, jetzt werden wir noch das finale Moveset gegeben. Moment. Was gebe ich denn da? Steinkante suche ich jetzt. Steinkante. Moment, machen wir mal so. Steinkante. Da. Das ist physisch. Okay. Okay. Habe ich noch eine Steinattacke? Bodengestein. Steinhagel. Steinkante hat 80 Genauigkeit und Stärke, Steinhagel hat 90 Genauigkeit und 75 Stärke. Ja, muss man das. Es gibt halt keine gute Gesteinsattacke. Und das geben wir halt jetzt unserem Pokolos. Deswegen wollte ich auf Juwelkraft gehen, aber wenn das speziell ist. Und er hat sogar noch ein Wesen, das seinen Spezialangriff sinkt. Dann wäre das natürlich nicht gerade gut für ihn. So, jetzt bin ich noch auf der Suche nach Abitop und alles so Quatsch. Denn das will ich jetzt auch noch vergeben. Ich hoffe, ich finde es schnell. Ein Meisterball haben wir überhaupt gar nicht benutzt. Aber nun gut. Herzschuppe haben wir auch nicht gebraucht. Ach, da ist es ja. Abitop. Abitop. Moment. Das habe ich doch gesucht. KP Plus und zwar. Moment. Jetzt. KP Plus. Und zwar verwenden wir das. Achtmal haben wir es, ja? Plus. Anwenden. Wieso hat das jetzt keine Wirkung? Ein Gehaltsvoller. Der den Ball treffen mit Kapiel. Warum hat das jetzt keine.
Ach so, es ist KP, nicht AP, ich Idiot. Hier ist AP plus. Oh, ich Lappen. Lambo mache ich. Licht, Ladungsstoß. Einzelkälte. Drachenklaue. Steinhagel. Mischer. Klauenblitzer. Mach ich noch mehr? Und dann machen wir noch Triplette. Auf Spukball. Und jetzt haben wir noch keine mehr. Infizier 10. Erhöht die Verteidigung. Hat keine Wirkung. Hat keine Wirkung. Hat keine Wirkung. Und da schmeißen wir es mal zu Hause. Spezialangriff angehoben. Und keine Exemplare. Calcium erhöht den Spezialangriff. Okay, funktioniert auch nicht. Kann Spezialangriff. Ah, hier Angriffswert. So, und das kriegt jetzt. Na toll, kriegt auch nicht mehr. Doof. Okay. Nein. Also einen der Top 4 will ich schon in diesem Part besiegen. Aber egal. Ja. Egal, wir haben auch nicht gerade viele Tränke. Ich habe das mit Absicht nicht viel mitgenommen. Und ein Moment. Okay, beginnen tun wir nämlich mit Anissa in diesem Partner. Gucken, wie lange das dauert. Vielleicht gibt es noch einen zweiten. Nämlich, die haben jetzt nämlich zwei neue Pokémon. Und natürlich habe ich unseren guten Biondragi nach vorne gestellt. Also, let's go. Ja, mein Deckname lautet Lebel. Okay. Mit diesen unbekündeten Worten stellte sich der Trainer von Die Dunkel vor. Doch sein Pokémon hatte eine ganz wissende strategische Auflage. Na, wie hat dir das gefallen? Das war ein Auszug aus meinem Roman, an dem ich zurzeit schreibe. Nichts Begeisterndes mich mehr, als über die starken Bande zwischen Trainer und Pokémon zu schreiben. Wie mutig genug war, um aufzufordern. Höchste Zeit also, euch ebenfalls Protagonisten in meiner Erzählung aufzumachen. So, let's go, Anissa! Rematch, und sie haben 6 Pokémon und sie haben neue Pokémon und sind natürlich stärker. Sie beginnen mal Gegner auf der Liste. Ja, sie haben richtig starke Level und sie beginnen natürlich schon. Ja, ich glaube, wenn sie schon probiert, aber. Ah, okay, hätte ich doch auch schon mit dem Video. Ja, Fähigkeit wurde außer Kraft gesetzt. Das kann sehr wichtig sein. Überrissen ist okay. Ich nehme auch Ground Wetter auf meinen Angriffsplatz. Hier liegt's! Danke, damit war der Clown Wetter für den Arsch. Denn jetzt ist unser Angriff für den Arsch wurde sehr stark gesetzt. Ich glaube, 75% wurde gesetzt. Ich habe noch 3 Starter, das heißt, wenn ich jetzt mal. Wieder. Ja. Spezialverteidigung. Schön, danke auch. Okay, ein bisschen härter als ich dachte, aber jetzt sollte er schon weg. Ja. Okay, echt ein toller Boden. Sieg. Nächstes Goldgang. Ja, ich hätte natürlich auch letzten können. Super Reise. Aber wir haben einen gestärkten Angriff. Komm, hau drauf. Ja! Wenn man einmal klauen wird, und dann finde ich schon mal so eine richtig. Bei 4. So, jetzt kommt ja hier ein neues Pokémon. Alter! Fokusstoß! Alter, Fokusstoß! Das ist
krassen Weltmeister. Der hat natürlich auch Knusche, aber halt kein Step drauf. Das ist halt ein bisschen problematisch. Jetzt ist halt auch nicht super. Ist nochmal. Und Weltmeister. Gute Werte. Ich hoffe, dass jetzt Knusche ausreicht, weil gerade was jetzt nicht knapp. Jawoll. Jetzt das Feuer machen können, die Bilder. Jetzt kommt vor Stage hier ein Eisfeuer-Pokémon. Ein richtig gutes großer Fan bin. Geist-Eis-Pokémon. Eine richtig starke Kombination. Und natürlich kommt da auch das Gegner. Sie kommt mit Spukballen schneller. Jawoll. Kommt sie endlich mal schauen. Toll, Alter, das ist jetzt schon zu krass. Und die erste Idee. Alter, ist das schneller als Glabern? Ich glaube nicht. Nein. Ist auch sehr effektiv, ist auch schwer brauchbar. Und da nur drauf machen. Jawoll, down. Tolles Glabern ist eigentlich sehr hübsch. Jetzt kommt sie mit ihrem Glabern. Glabern gegen Glabern. Es ist ja auch mal richtig. Ich weiß noch gar nicht, ob sie ein Wesen hat, dass sie Initiative steigt, weil dann werden wir ziemlich am Arsch. Das ist sogar zu viel. Toll. Dann war es wahrscheinlich auf Initiative drin. Schön. Was ist also auch mit mir? Ich glaube, ich habe nur 6 für die. Und dann kann ich doch ein bisschen werden. Mann, jetzt die Welt verstehen. Nein. Nein, wieso lebt das die? Ja! Überlebt, down. Wer überlebt das? Jawohl, tot. Natürlich hätte ich auch auf Reise gehen können, aber eigentlich gehofft, dass die Welt auch schneller ist als Skelabra. Und deswegen habe ich darauf spekuliert. Ein besonderes Dankeschön gebührt deinem und meinen Pokémon, die trotz Verletzung bis zum letzten für uns gekämpft haben. Ja, das war Anissa von den Top 4 und da brennt das erste Licht. Und im nächsten Part machen wir mit den nächsten 2 weiter. Also seid dabei beim großen Finale von Pokémon Schwarze Edition 2. Und ich weiß, dass es ein bisschen kürzer ist als sonst. Aber naja, ciao.